So, hallo und alle zu einem neuen Video und heute gibt es mal wieder eine extrem coole Minecraft-Map. Und zwar seht ihr schon, das wo ich jetzt gerade bin, das ist nur die Lobby und hier sind viele Figuren animiert, aber es laggt dafür auch ziemlich hart beim, wie ihr gerade sehen könnt. Ich habe manchmal so übelste Lag-Spikes, die hängen, aber hier passiert vieles. Der Typ liegt da am Bett, richtet sich mal auf, dreht den Kopf, hier hüpft einer. Die ist richtig nice gemacht, diese Karte. Hier steht, was man machen muss, ist eine Tower Defense Map. Und man muss ganz normal Tower Defense spielen. Gleich werde ich euch zeigen, wie auch immer. Und übelst nice animiert. Übelst nice. Guck dir den mal an. Der frisst hier die ganze Zeit Cookies rein. Hier ist ein Ofen mit drin und nice. Da sitzen noch ein paar außen, gucken hier rein, wie auch immer. Hier vorne ist jemand, der guckt Fernsehen. Minecraft News, da läuft einer lang, der auf irgendwas zeigt und so. Also hier werden super viele Armor-Stands bewegt und die machen halt was. Und als ich hier die Map gejoint habe, habe ich gleich schon gedacht, das ist eine Qualitätsmap. Ich glaube, das ist mit wahrscheinlich einer der besten Maps, die ich jemals gespielt habe. Ohne Flachs, ohne Witz. Das ist jetzt nicht so ein Command-Block-Dings mit super vielen Dingen. Hier sind auch nochmal welche draußen. Jetzt hier zum Beispiel Pokémon, Rote Edition, Minecraft oder so. Aber pass auf. Wir legen mal los. Das hier ist super detailliert. Ohne Witz, die beste Lobby, in der ich jemals war. Könnt ihr mir zustimmen? Wenn ja, dann sagt mir das bitte in den Kommentaren. Stimmt mir zu. So, zum Starten der Tower Defense Map müssen wir jetzt hier reinlaufen. Start, ins Schwarz einfach. Und da geht's los. In this map you protect the end of each level. Und da redet der Typ auch schon mal direkt los und liest uns den ganzen Text vor. Da es auf Englisch ist, werde ich mal kurz hier schnippeln und das dann zusammenfassen, was wir tun müssen. Ist aber cool gemacht, man kann ihn hören. Ich habe ihn halt jetzt ein bisschen leise gestellt in der Grund. Egal. Kurzer Schnitt. So, dann werden wir mal durch. Also, hier wird kurz erklärt, wie die Karte funktioniert. Ganz klassisch Tower Defense. Du musst da durchlaufen. Du kannst, wenn du auf den Shop klickst, mit Shift links klickst, dann ein Item kaufen. Rechts klickst, einfach den Shop machen. Da gibt es vier verschiedene Seiten. In den ersten gibt es Türme. Im zweiten, in der Seite 2 kriegt man neue Türme, die man sich erst freischaltet. Und im letzten gibt es auch einige Zusatz-Items, also Fallen und ähnliches und so weiter und so fort. Um weiterzumachen, sollten wir erstmal einen Turm starten. Hier Shift-Linksklick, zack, Turm gestartet. Now place the tower on one of the highlighted spots. Also müssen wir hier drauf platzieren. Da macht es ein übelst fettes Geräusch. Stats. Just hit it. Try it out. Also die Stats von dem Turm könnt ihr auch anschauen, einfach draufhauen. You can also heal towers at any time. Using these two items, you can sell and instantly upgrade towers. Oh, man kann die upgraden. Fast forward in this map. Right click with this item to change the gameplay speed. Hiermit kann man die Geschwindigkeit vorstellen, also vorspulen, zurückspulen, nee, nur verschneller, glaube ich. Ja, nice. Right click. Das ist jetzt normale Geschwindigkeit. But basics have been covered now. You'll learn more as you play. Begin a wave by pressing the next wave button. Survive 7 waves to complete the tutorial. Good jo. Luck. Next Wave Button, den sollten wir auch kriegen. Oh, geht's jetzt los? Gleich? Vielleicht? Oder so? Das ist der hier. Kann man drücken und dann sollte die erste Wave kommen. Und der Turm, der Schafsturm, der haut jetzt gerade übelst raus und böllert drauf und sammelt uns Coins. Ja, nice. Der haut das übel. Also, schöne Animation. Funktioniert sehr, sehr gut. Und oh, einer ist durchgekommen. Oh, oh. Ja, Leben verloren und wie jetzt? Der hat es nicht gekriegt. Damit sind alle mein Leben kaputt, glaube ich, oder? Ah nein, ich habe 100 Lives oben drauf. Hat man nicht mal diese 3 Leben am Anfang? Naja. Folgendes. Ich sollte mal vielleicht den zweiten Turm... Oh Leute, die sind ja übelst billig. Die sind ja übelst billig. Schau mal den zweiten Turm setzen. Jo, der sieht nice aus. Ein Air Tower. Kann man mal machen. Habe ich jetzt noch ein bisschen mehr? Ja, ich habe noch ein bisschen mehr. Ich warte mal, bis ich was weiteres freischalte. Also die kann man freischalten. Auch noch freischalten. Und das noch ein paar Traps und sowas. Aber lass mal, Zoom out. Hier kannst du von oben drauf gucken, falls dir das lieber ist. So die Ansicht. Und, wie kann ich hier... Genau, Sneak kann ich wieder runter. Und ich mache es mal die nächste Wave. Komm schon. Mit den beiden Türmen sollte es ja wohl gehen. Ja, hauen die weg. Hauen die einfach weg. Ich lasse mal normale Geschwindigkeit, weil ich das jetzt hier schlecht. Ja, Wave ging durch. Sehr schön. Dann mach ich mal nächste Wave. Sollte irgendwas kaufen, mal wieder das nächste. Ah, ein Ice Tower. Hol ich mir einfach mal ein Ice Tower.
Lol, einer Streak bekommen. Schon wieder ein Leben verloren. Aber ich habe 100 Leben irgendwie, also es geht ja noch. Hat man nicht nur 3 am Anfang gehabt? Also, ich habe die Map schon mal gespielt, da hatte ich am Ende 100 Leben als Bonus bekommen, aber ich habe die Map komplett neu installiert, deswegen. Ja, gut. Ich lasse nochmal die nächste Wave direkt starten. 100 Gold brauchen für den nächsten Turm, das kann ich auch, glaube ich, noch abwarten. Ja, die sind die häckseln instant durch. Jetzt auf einmal. Was kostet denn das Upgraden? Weiß gar nicht. Pass auf, Gold haben jetzt 100. Feuerturm. Ich stelle den mal irgendwie nach hinten oder so. Der Feuerturm macht mit viel Damage oder so. Ja, der hat, glaube ich, ziemlich viel Damage gemacht. Deswegen ist es wahrscheinlich schön, den hinten hinzustellen, den aufzuklären. Okay. Los, kill sie weg. Wave 4 completed. Nächste Wave. Nächste Wave. Ja, man kann auch vorspulen. Ich mach mal zweifache Geschwindigkeit ausnahmsweise. Zweifache Geschwindigkeit. Ja, nächste Wave completed. Wieder 100 Gold bekommen. Was für diesen Tor haben wir denn? Ja, den 250 Gold. Hol ich mir jetzt gerade mal. Naja, Support Tor. Decreases Cooldowns. Ich gehe auf Full Damage. Nächste Wave hat wieder. Nicht mal ein Witch Tower. Klonk. Ja, da kann jetzt hier durch, was will. Und alle 7 Waves schon fertig. Ich habe 96 Leben übrig noch. Play more Waves. Continue to lobby. Play more Waves. Ja, hier nächstes Level. Mal ein bisschen mehr Action oder so. Ja, die Türme bleiben noch stehen. Ich kann die jetzt upgraden und weitermachen. Ja, dann lass doch mal schauen. Ich würde den Aufbau so lassen. Vielleicht noch einen zweiten Feuerturm hier hinböllern. Einen zweiten Hexenturm hier. Feuerturm da. Und dann sollte das doch gehen, denke ich mal. Next Wave. Let's go. Habe ich immer noch zweifache Geschwindigkeit? Ja, ich habe noch zweifache Geschwindigkeit. Die werden mal hochgenockt, dass sie teilweise gar nicht komplett durchkommen. Ich glaube, der Blaze Tower hat gar nichts zu tun gerade aktuell bei den paar Waves hier. Ich kann auch mal dreifach oder vierfach machen. Ich mache mal vierfach. Wenn es kommt so viele durch. Da sollte ich vielleicht nochmal einen weiteren Turm platzieren. Das ist nicht gut. 95 Leben noch. Gut, Level geschafft. Nächstes Level. Jo, jetzt kommen teilweise Dia-Viecher raus. Ja, die kommen nicht ganz durch. Das geht noch schon mal. Ich werde jetzt noch hier einen weiteren Turm setzen. Vielleicht noch einen zweiten. So ein Air Tower, der die hochnockt. Das wäre, glaube ich, gar nicht verkehrt. Ja, und dann werde ich anfangen zu upgraden. Vielleicht hier vorne mal. Kann ich upgraden? Upgrade. Noch ein Upgrade. Noch ein Upgrade. Gut, jetzt habe ich kein Gold mehr. next Wave. Bin mal gespannt, wie viel der jetzt von rausböllert. Der ändert auch die Farbe jedes Mal dabei. Holy. Ich will überlegen immer noch, was ein Thumbnail ich machen werde letzten Endes. Ja, nicht so Wave. Ich habe keine Ahnung, wie viele Waves hier gibt, die man durchmachen kann. Aber ich kann gradually mal anfangen. Kann ich upgraden? Ja, ich kann upgraden. 200 Gold braucht man dafür fürs nächste Upgrade. Kann ich den upgraden? Auch nicht. Nächste Wave. Da kommt jetzt nichts mehr durch. Kann ich upgraden? Ja, läuft ja easy. Läuft ja super easy. Habe ich auch vierfach? Nee, doch jetzt. Doch, ich hatte vierfach. Jo. Kann man mal machen. Die kommen gar nicht mehr durch. Das ist zu OP. Ich gehe mal nach oben hier so ein bisschen Ansicht. Boah, ist aber zu weit oben. Ist aber echt zu weit oben. Glaube ich, nächste Wave. Was denn? Oh lol, hier ist was durchgekommen.
Hier ist was eiskalt durchgekommen. Das war unsichtbar. Ich habe nur die Partikel gesehen. ETF? Oh, da liegt was. Ich habe ein Leben bekommen. Oh ne, you lost a life. Ich habe jetzt abgezogen bekommen. Die können auch negative Sachen droppen. Okay. Das ist nicht so schön, ey. Ich glaube, ich habe mein Thumbnail. So, dann jetzt aber. Nächste Wave. Oder geht es jetzt wieder von vorne los? Aktuell kommen gerade nicht so Fette raus. Also, wie viel Gold habe ich denn? 300. Den habe ich auch schon mal increased. Ich habe keine Ahnung, wie lange es hier noch weitergehen kann, ne? Oh, da liegt eine Coin. 500 Gold! Damit upgrade ich mal diesen hier. 475 für nochmal Upgrade. Kann ich, oh, den kann ich upgraden. Den kann ich auch nochmal upgraden. Ich kann gar nicht so viel upgraden. Nächste Wave. Die sollten jetzt richtig reinböllern. Ja. Kommt nichts durch, nächste Wave. Wave 19 haben wir aktuell am Start. Aber da sind echt gerade mal Unsichtbare durchgelaufen. Das war, glaube ich, auch nicht normal. Wave 20. Alter, wie viel Wave kann ich hier durchpfeifen? Also ich kann keinen Turm mehr bauen. Ich kann höchstens noch upgraden halt. Ja, die kommen nicht durch. Die kommen auf keinen Fall durch. Hallöchen. Ich habe wieder 400 Gold. Nächste Wave. Und ich kann hier vorne schon wieder upgraden gleich. Die Hexe. Denn die hatte 400 irgendwas Gold gebraucht. Nächste Wave. Oh, da liegt wieder eine Münze. Oh, you gained a life. Sehr schön. Ja, ich kann die halt auch einsammeln. Das ist die Sache. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das jetzt hier unendlich weitermachen kann. Oh, der ist schon auf Max-Level. Ja, das glaube ich noch nicht. Nächste Wave. Wave 24. Aber die Karte funktioniert gut, gefällt mir. Also, schöne Map, sage ich jetzt mal. Die Smooth funktioniert, ich habe jetzt keine Bugs oder so gesehen. Aber jetzt so in der Lobby waren cool und auch das Spiel funktioniert recht flüssig. Das ist echt ein cooles Minigame, muss ich sagen. Ich würde dann lieber einfach mal weiter upgraden, wenn ich kann. Ja. Okay, man braucht mehr Gold, um weiterzumachen jetzt. Oh, die Hexe vergiftet mich die ganze Zeit. Weil die vergiftet dann auch die Mobs und so. Alter, das ist natürlich. The Tower to take 1000 Wither Tower unlocked. Jetzt geht's los. Vessel deals a ton of damage. Wither Tower ist freigeschaltet. Der erste Wither Tower. Wie platziere ich den jetzt? An derselben Stelle, wo ich schon einen habe, oder was? Sell Tower. Oh, ich kann den verkaufen. Yes. Ich mach mal so einen Wither Tower hin. Oh. Dieser müsste jetzt einfach Mords Damage machen, oder? Nee, Wither. Oh, Wither Tower war das hier unten. Was macht denn der Beacon? Makes invisible enemies visible. Ja gut, den sollte ich vielleicht vorne irgendwo haben. Ja, war jetzt leider ein bisschen blöd. Ich werde den wieder verkaufen gegen... Es kommen unsichtbare Gegner teilweise. Ja, das ist kacke. Da sollte ich vielleicht diesen hier verkaufen oder so. Und dafür den Weg nach vorne. Oh, hier waren unsichtbar, glaube ich. Das ist schade. Ich würde da gerne mit 1000 Gold mal testen. Ja, hier der Beacon. Okay, nee, der funktioniert generell. Der funktioniert generell. Ich kann ihn auch verstehen lassen, das ist okay. Dann Turm, der etwas langsamer angreift. Dann würde ich diesen hier verkaufen, den zweiten Hund, und dafür den fetten Turm setzen. Das ist ja noch gar nichts. Ich habe schon gedacht, ich wäre ziemlich weit am Ende, aber von wegen. Da, die Unsichtbaren werden alle gefunden. Ich weiß nicht, ob die Waves immer zufällig sind oder so, aber... Ha, wieder gefunden, wieder unsichtbar gefunden. Gleich habe ich 1000 Gold. Ich würde echt gerne mal Wither Tower ausprobieren. Komm schon, 1000 Gold. 800... 880... Nächste Wave, 920. Lol, da war ein Creeper explodiert.
979. Oh, Charge Creeper. Jetzt habe ich 1000 Gold. Wither Tower. Lol, die Skelette werden fast durchgekommen hier. Ich warte kurz, bis die Wave hier vorbei ist. Dann... Ja, gut. Okay, gut. Ich würde diesen mal verkaufen. Yes. Und ich würde den Wither Tower platzieren. Der ist natürlich nice. 1250 Gold zum Upgraden. Okay, lass mal gucken, was er kann. Let's see what he can do. Ja, der schreddert die jetzt, denke ich, hoffe ich mal weg. Oh lol. Jetzt sind mir, glaube ich, welche durchgerannt. Ja, dann unsichtbar nochmal. Ja, das sind alles unsichtbar, aber zum Glück werden die rechtzeitig aufgedeckt. Ich habe wieder 600 Gold, ne? Ich habe den auch auf Max, glaube ich, geupgradet. Ja, Max-Level. Max-Level, der Schneemann hat ebenfalls Max-Level. 350 Gold fürs nächste. Ja, ich würde den Setup jetzt beibehalten, gucken, wie weit ich komme. Aber ich schätze mal, mit der Zeit werde ich nochmal für heftigere Tower upgraden müssen, die ich dann freigeschaltet kriege oder so. Der zählt immer noch mit. Ich habe gedacht, die Map wäre schon ein bisschen schneller vorbei. What the fuck? Naja, folgendes. Testet einfach mal selbst aus. Diese Karte findet ihr zum Download unten in der Videobeschreibung. Schaut mal, wie weit ihr kommt, wie weit ihr es durchspielen könnt, wenn ihr Bock habt. Aber das ist, ohne Witz, das ist eine Zucker-Map. Die ist richtig gut. Muss ich ja sagen. Also ich finde die echt genial. Die ist genial. Ich weiß nicht genau, wie das hier alles funktioniert, aber das muss man machen. Das funktioniert wirklich, wirklich geil. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen weiter durchgucken. Mal gucken, was hier noch so ergeht. Und, oh, da ist noch irgendeine spezielle Münze. Oh, 100 Coins were stolen. Gut, dann nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bis in das Krachen. Tschüss.